Hey Leute, was geht ab, ruhig und willkommen hier zu einem weiteren Packs United Bundesliga Orakel-Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen in der Münchner Allianz Arena. Bayern gegen Hertha. Ich hatte Tickets angeboten bekommen, habe sie aber vor 2-3 Wochen abgelehnt, weil ich hier viel am Struggeln derzeit bin. Neue Wohnung oder Wohnung in Berlin und ja, wäre schon cool gewesen, sage ich euch ehrlich. Im Nachhinein denke ich mir, warum habe ich es abgelehnt? Wäre geil gewesen an dem Wochenende. Hätte man abends ja auch wieder nach Hause fahren können, so, oder abends dann einfach in den Flieger gesetzt oder so. Ist ja Sonntag 15:30, 17:30 wäre zu Ende gewesen. 19 Uhr, zack, nach zurück, bam, bam. Ja, aber ich sage euch ehrlich, wenn man da 5 Uhr auf die Klatsche bekommt, dann wieder nach Hause zu fliegen, wäre auch scheiße gewesen. Aber ich bin wieder minimal motiviert, auch wenn gegen Werder Bremen absolute Scheiße war. Ich hoffe, dass Paul die Truppe jetzt in 2 Wochen irgendwie mal oder jetzt in der Woche richtig in den Arsch getreten hat. Ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich gehe auch gern mit Paul in die zweite Liga. Ja, mehr gibt es nicht zu berichten. Ich habe es schon in der Orakel-Konferenz gesammelt. Ich habe leider nur noch, das sind die letzten Bundesliga-Produkte, die ich habe. Die letzten 2 Bundesliga-Sticker-Packs 21-22. Da ist Bayern drin, da ist Hertha drin. Deswegen passt es. Nächste Woche ist wieder alles normal. Nächste Woche werden auch für die Einzel-Orakels dann wieder 4 Stickertüten genutzt und nicht nur 2. Deswegen heute ein kürzeres Video. Aber ihr könnt im Discord noch mittippen bei der Partie bis 15.29 Uhr. Dann ist nämlich, dann sind die Schotten dicht. Bayern gegen Hertha. Mittippen, kommentieren und Boxbreaks gewinnen. Ganz easy. Und wir gehen rein. Sind zwar nur 2 Packs, sind 10 Sticker, aber mal gucken, was passiert, ne? Mal gucken, was passiert. Ich hoffe nicht, dass immer die... Nee, ich glaube nicht, dass die gleichen drin sind, aber ich habe schon einen Sticker durchlöchern sehen. Es ist Belfort Deal. Willst du viel, bring Belfort Deal 0-1, Junge. Nein! Dann war es schon wieder Quatsch mit Soße hier heute. Ja, ja, perfekt. Ist realistisch, ich sag, es ist realistisch, dass Lewandowski 4 Tore macht, ist es nicht. Weil Lewandowski ist natürlich nicht bei den Beinen, ist ja klar, wisst ihr. Aber 4-1 ist ein realistisches Ergebnis. Mama mia. Also, willst du viel, bring Belfort Deal. Oder willst du nix, bring nix. Ich bedanke mich. Ich werde das Video trotzdem so hochladen. Ich habe leider keinen anderen Sticker gehabt. Es tut mir leid. Nächste Woche ist wieder alles normal. Aber ist ja trotzdem realistisch, oder? Realistischer, als wenn jetzt hier Hertha 0-3 gewinnen würde. Oder 0-1 mit Ishak. Also, ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Und ich bedanke mich. Und ich bedanke mich. Also, eure Tipps in die Kommentare. Orakel oder ein José Mourinho Projekt im Discord mittippen. Könnt ihr kostenlose Box Breaks gewinnen. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.